Nimm eine neue Maske. Wir haben noch welche. Auch wenn ihr meint, diese Masken helfen nicht. Sie helfen aber den älteren Menschen gegenüber, dass wir sie nicht anstecken. Ich weiß nicht, ob ich den Virus in mir trage oder nicht. Und das könnt ihr auch nicht wissen. Also immer auf sicherheitshalber die Maske tragen. Wir müssen jetzt ganz schnell zur Apotheke. Ich habe gestern noch Sachen bestellt. Heute ist ab 12 Uhr Ausgangsschluss. Also müssen wir uns etwas schreiben, dass wir erlaubt sind, in der Pharmazie unsere Sachen zu holen, müssen danach schnell wieder nach Hause und haben 2 Wochen absolute Quarantäne, dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, ihr kommt jetzt mit mir, okay? Wir gehen jetzt natürlich raus, aus dem Haus, nur mit Maske. Ah, ich nehme noch Tüten mit. Ich muss noch mal schnell hin. Also wir sind jetzt auf dem Weg zum Mama? Supermarkt und zur Pharmazie. Dürfen wir das? Nein. Machen wir es leider? Ja. Weil normalerweise darf nur eine Person raus. Du musst dich halt eben ein bisschen verstecken. Genau. Weil ich war noch nicht einmal draußen in Saint-Tropez. Du darfst auch jetzt nicht mehr rauskommen. Und ich will auch einmal rausgehen. Also wir sehen euch dann. Das ist hier wirklich Ausnahmezustand. Schaut euch das an. Kein Mensch darf hier rein. Hier sind Kontrollen. Alles ist schon. Wir sind, glaube ich, schon ein bisschen weiter als ihr in Deutschland. Hier ist echt Ausnahmezustand. Und ich hoffe, dass das nicht lange anhalten wird. Also, ich drücke euch alle und hoffe, dass wir uns alle gesund und in aller Frische wiedersehen werden. Bis dann. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ciao. Leute, hier ist alles wieder aufgefüllt. Toilettenpapier, bis der Arzt kommt. Also, hier kann jeder Durchfall haben, bis zum geht nicht mehr. Aber wir haben ab heute auch Ausnahmezustand. Das heißt, kein Mensch darf mehr raus. Die Supermärkte sind offen. Aber man muss in der Schlange stehen. Man darf nur vereinzelt rein. Wir müssen noch ein paar Sachen einkaufen. Ich habe auch noch mal jetzt Toilettenpapier mitgenommen, aber für mich ist wichtiger Waschpulver und dass wir die nächste Zeit waschen können. Zahnpasta habe ich gekauft ohne Ende, aber denkt ihr auch an Zahnpasta, denn die Mundhygiene darf auf keinen Fall fehlen in der schweren Zeit. Okay, so, was machen wir hier? Es geht weiter, alle Regale wieder aufgefüllt, wie geil ist das denn? Heute muss man nochmal zuschlagen, weil heute gibt es alles wieder frisch. Und dann brauchen wir erstmal die nächsten 2-3 Wochen nicht mehr einkaufen. Also jetzt haben wir auch noch neue Spiele gekauft, damit wir auch jetzt irgendetwas zu tun haben. Und wir haben auch Putzzeug, damit jeder irgendetwas hat. So, damit wir auch mal das Haus richtig sauber bekommen. Genau, damit wir jetzt 2 Wochen zu Hause bleiben müssen, brauchen wir... Wie die Leute Schlange stehen. Hier sieht man, wie die Leute Schlange stehen, aber nur vereinzelt. Alles ist zu. Ich glaube, die Franzosen sind ein bisschen schneller als die Deutschen. Ne? Hier ist alles schon am Ende. Naja. Hier fällt gleich alles. Was? Hier fällt gleich alles. Ja, das ist schon scheiße. Ne? Alles ist zu. Wir müssen 200 Euro Strafe zahlen, wenn sie uns erwischen. Ich habe meine Handschuhe vergessen. Hand Sanitizer. So, und auch das Telefon schön damit einreiben. Ha, damit alles hier seine Richtigkeit hat, Leute. So, alles wieder sterilisiert. Ja, hallo liebe Followers, wenn euch unsere Videos gefallen, dann könnt ihr uns auf jeden Fall auch weitersehen. Nämlich ihr könnt uns jetzt hier und da abonnieren und hier direkt unser neues Video sehen. Was machst du denn da, Kamba? Jetzt kommt denn mein Mann, wieder? Der Mann, der kann. Ich sage, unseren Followers, dass sie uns, wenn sie uns gerne weitersehen möchten, hier abonnieren können und dort, hier direkt unten. Und dort wieder unser Video sehen können. Und ich finde, das lohnt sich.
Aber wenn Carmen das sagt, dann ist da schon was Wahres dran. Also viel Spaß. Viel Spaß.